Nachhaltigkeit und Umweltschutz stehen im Mittelpunkt, denn die Landschaft, die wir haben, können wir nicht ersetzen. Dieser Tatsache sind sich die Salzburger Skigebiete bewusst und arbeiten an den verschiedensten Stellen für ein lebenswertes Salzburg. Im Rahmen des vom Klima- und Energiefonds des Bundes geförderten Projektes Clean Energy for Tourism werden Skigebiete in Salzburg mit modernster Energiesteuerungstechnik ausgestattet. Mit neu entwickelten Optimierungsalgorithmen wird das Stromaufkommen innerhalb der Skigebiete gesteuert. Mehr dazu aber gleich. Die Idee im Grunde ist die, ein intelligentes Energiemanagementsystem für die Skigebiete zu schaffen. Da geht es im Grunde darum, dass man die bestehende Infrastruktur effizient nutzt, insgesamt die Energieeffizienz steigert, wesentlich ist erneuerbare Energien integriert und dadurch das Ziel erreicht, dass man wirklich die Dekarbonisierung vorantreiben kann und unterstützen kann. Selbst erzeugten Strom speichern, wenn er nicht gebraucht wird, und dann einsetzen, wenn er benötigt wird. Das ist die grundsätzliche Idee hinter Clean Energy for Tourism. Es geht darum, dass die Skigebiete durch den Ausbau der PV-Anlagen die Möglichkeit haben, besonders im Sommer Strom zu erzeugen und den dann virtuell in unserem Pumpspeicher Diesbach speichern können, sodass sie dann im Winter, wenn sie die Energie benötigen, diesen wiederverwenden können. Die Skigebiete haben den Vorteil, dass sie zum einen ihren Energiebedarf reduzieren können, sie können ihre Kosten optimieren und sie werden dadurch auch energieautonomer. Das erwähnte Pumpspeicherkraftwerk Diesbach spielt hier eine wichtige Rolle. Die dort eingesetzten 24 Pumpen, die zu einer Matrix zusammengeschlossen wurden, ermöglichen das flexible Speichern von Energie. Dabei werden die Pumpen einzeln, je nach Bedarf, wie Orgelpfeifen zugeschaltet, um das Wasser vom Unterbecken wieder in den Stausee zu pumpen. Kommen wir aber zurück ins Skigebiet, auch hier setzt man auf Umweltfreundlichkeit. Hier gibt es etwa Photovoltaikanlagen, die optimal in die Landschaft integriert sind. Das Zauberwort lautet aber immer Energieeffizienz. Auch bei unseren Pistengeräten sind wir da immer eigentlich, glaube ich, ganz, ganz vorne mit dabei. Wir haben Hybrid-Pistengeräte jetzt im Einsatz, die was ihren Strom durch den Antrieb oder durchs Bergabfahren selber erzeugen und somit auch entsprechend sparsamer beim Dieselverbrauch sind. Wir haben einen rein elektrisch betriebenen Skido im Einsatz, der ist vielleicht noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Schritt. Und wenn man gerade betrachtet, dass also die elektrische Energie, da kann man eigentlich ruhigen Gewissen sagen, 100% aus erneuerbaren Energien hergestellt. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil und das haben wir eigentlich sehr, sehr sauber hinsichtlich der Emissionen und der Schadstoffe. Mit den Schmitten haben wir begonnen, bereits ein Energiemonitoring aufzubauen. Das heißt, die größten Anlagen werden in ihrer Erzeugung und in ihrem Verbrauch schon gemonitort, was ganz wesentlich ist, einfach um ein Bewusstsein und ein Gefühl für den Energiebedarf zu schaffen. Und der nächste Schritt ist jetzt, wirklich diese Optimierungsalgorithmen zu entwickeln, um die Energieeffizienz zu steigern. Und auch mit diesem Projekt Clean Energy for Tourism sind wir gemeinsam, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Wege, um hier weiter effizient zu arbeiten und natürlich auch die Zusammenarbeit zu verbessern. Aber auch die Wärmerückgewinnung im Skigebiet ist ein wichtiges Thema und äußerst sinnvoll, so die Betreiber. Hier wird die Wärme der Antriebsmotoren der Lifte oder auch die Abwärme der Gastronomie und des Verwaltungsgebäudes genutzt. Das Projekt Clean Energy for Tourism hat das Ziel, die Netzbelastung zu minimieren und erneuerbare Energiequellen besser in das Netz zu integrieren. Ein großer Vorteil für die Salzburger AG bei diesem Projekt ist der Know-how-Gewinn und es geht auch darum, Produkte und Dienstleistungen zu generieren für die Skigebiete und auch für andere energieintensive Branchen. Hört sich etwas kompliziert an, aber schlussendlich wird damit die Energiewende unterstützt. Das Testprojekt läuft noch bis Ende 2021.